Ja, guten Tag, sehr geehrte KollegInnen, sehr geehrte liebe Lehrende und Studierende, sehr geehrte Gäste. Zum diesjährigen E-Learning-Netzwerktag heiße ich Sie sehr herzlich an der Goethe-Universität willkommen. Dass wir in diesem Jahr den E-Learning-Netzwerktag wieder vor Ort durchführen können, freut mich ganz besonders, da in diesem Jahr der Blick auf universitätsinterne Projekte gerichtet wird, die für die Weiterentwicklung der Lehre an der Goethe-Universität von besonderer Bedeutung sind. Genau das ist das Anliegen des E-Learning-Netzwerktags, den wir einmal im Jahr durchführen. In den vergangenen zwei Jahren pandemiebedingt als Barcamp, aber nichtsdestotrotz, die Ergebnisse aus aktuellen Projekten vorzustellen, Austauschmöglichkeiten im Hinblick auf digitales Lehren und Lernen zu eröffnen und aber auch zu diskutieren, welche Erwartungen und Grenzen sich im Hinblick auf eine digitale Weiterentwicklung von Lehre und Studium gegenüberstehen. Mit der Keynote von Professor Dr. Markus Specht von der TU Delft haben Sie heute Morgen bereits einige Einschätzungen zu den Herausforderungen und Möglichkeiten der Digitalisierung in der Hochschullehre gehört und anschließend bereits einige Goethe-Universitätsinterne Projekte kennengelernt, die das wichtige Ziel verfolgen, produktive und nachhaltige Lernnetzwerke, Lernmodule zu entwickeln und die Potenziale eines digital unterstützten, qualitätsvollen, individuellen Feedbacks auszuschöpfen. Heute am Nachmittag, Müller hat das gerade eben schon angedeutet, stehen Projektvorstellungen aus dem sogenannten Digital Teaching and Learning Lab, einem Projekt, das an der Goethe-Universität angesiedelt ist mit einer Gesamtfördersumme von etwas mehr als 4 Millionen Euro, das bis 2024 Laufzeit hat, von der Stiftung Innovation in der Hochschullehre gefördert wird, sowie aus dem E-Learning-Förderfonds 11 und SELF auf dem Programm. Die verschiedenen Programmteile stehen für wichtige Aufgaben rund um die Digitalisierung von universitärer Lehre. Die Kenntnis des Standes der aktuellen Debatte, die Professor Specht vorgenommen hat. Dann natürlich die Erforschung der relevanten Grundlagen und Sachverhalte. Ja, also welche Maßnahmen sind erfolgreich? In welche Richtung sollte die Weiterentwicklung vorangetrieben werden? Natürlich auch, wie werden digitale Formate von verschiedenen NutzerInnen wahrgenommen? Aber eine ebenso wichtige Aufgabe erfüllen die Praxisprojekte, welche unter anderem am Leitfaden der didaktischen Qualität die Umsetzung erproben. Das Projekt Digitel, zu dem es dann auch noch mal eine eigene Vorstellung geben wird, tut dies im Rahmen von sogenannten Partnerships, kleinen Fördereinheiten, wo diejenigen Lehrenden, die neue Learning Designs entwickeln, miteinander vernetzt werden. Und darüber hinaus auch eine Vernetzung mit den Unterstützungsstrukturen in Studium und Lehre, beispielsweise eben seitens Studium Digitale, aber auch seitens des interdisziplinären Kollegs Hochschuldidaktik befördert werden, also von dieser Seite begleitet werden. Meines Erachtens bilden diese drei eben von mir genannten Aufgaben, ja, also der Diskurs, die Forschung und die Praxis, wesentliche Elemente der Gestaltung einer hochschulweiten Digitalisierung von Studium und Lehre, die sich auf der Höhe wissenschaftlicher Standards und Qualitätsentwicklungen bewegt. Und kein Zufall ist, dass hier an der Goethe-Universität gerade auf den Zusammenhang dieser drei Elemente besonders geachtet wird, beziehungsweise diesem eine programmatische Stellung eingeräumt wird. Und für mich ist eines der zentralen Beispiele unsere zentrale E-Learning-Einheit Studium Digitale, die Forschung und Praxis zusammendenkt
und die Foren kultiviert, um digitale Innovationen, Entschuldigung, diskursiv zu begleiten. Und ich würde sagen, dieser E-Learning-Netzwerktag ist ein solches Forum, was genau dazu dient, diesen diskursiven Austausch zu befördern. Es ist besonders hervorzuheben, dass Studierende in diesem Kontext nicht nur als Adressatinnen digitaler Lehre verstanden werden, sondern dass sie selbstverständlich und aktiv zu den Innovationen der Lehre beitragen, indem sie selbst neue Angebote entwickeln und sich am Design neuer Lehr- und Studienformate beteiligen. Für den E-Learning-Förderfonds, ja, SELF, ebenso wie für das Projekt Digitel gilt, dass auch die Studierenden Anträge einreichen können. Dies ist meines Erachtens ein wichtiger und richtiger Schritt, vor allem, wenn uns der Erwerb digitaler Kompetenzen der Studierenden wichtig ist. Und also, so begreife ich das, das Digitale selbst zum Gegenstand der fachlich-inhaltlichen Auseinandersetzung im Studium werden soll. Die Gründung des C3S, eines Centers for Critical Computational Studies, dessen Gründung an der Goethe-Universität in Vorbereitung ist, wird von diesen bestehenden Förder-, Kommunikations- und Arbeitsstrukturen, kurz von dieser lebendigen E-Learning-Community an der Universität, sehr profitieren. Wir im Präsidium stellen uns vor, dass durch diese Struktur die fachbereichsübergreifende Reflexion digitaler Kompetenzen von Studierenden einen weiteren Schub erhalten kann. Als wir im Jahr 2018 das Leitbild Digitale Lehre erstellt hatten, hatten wir noch die Formulierung genutzt, dass zeitgemäßes Lernen und Lehren heute selbstverständlich um digitale Szenarien, und jetzt heißt es hier, erweitert sei. Ja? Also zeitgemäßes Lernen und Lehren wird um digitale Szenarien erweitert. Unsere Perspektive heute ist auch nach den Pandemiesemestern mehrfach verschoben. Angesichts der fortgesetzten digitalen Transformation kann vom Digitalen nicht einfach mehr als erweitertem Szenario gesprochen werden. Vielmehr bewegen wir uns im Modus des sogenannten Always On durch Sinnwelten, in denen sich analog und digital gar nicht mehr so wirklich auseinander dividieren lässt. Hinzu kommt, dass Digitalität nicht mehr ein bloßes Instrument ist, sondern dieses selbst bedeutsam wird für die Gestalt und Qualität des Lernens an Universitäten. Was das heißt, müssen wir natürlich diskutieren und wir müssen es unter dem Anspruch einer reflexiven Wissenschaft diskutieren und das schließt insbesondere auch ein, dass ja zunehmend Daten gewonnen werden, die uns zur Verfügung stehen, mit denen wir arbeiten. Und beispielsweise ist das Projekt und Programm einer Trusted Learning Analytics gehört dann genau in einen solchen Zusammenhang hinein. Ja, unter der Chiffre einer digitalen Präsenzuniversität werden wir uns dann im Laufenden, also in diesem Wintersemester, daran machen, diese universitätsinternen Leitbilder, die derzeit existieren. Es gibt nämlich eines, das heißt Grundsätze zu Studium und Lehre und es gibt ein Leitbild digitale Lehre, dass wir das zusammenführen müssen, zusammendenken müssen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn viele der hier anwesenden KollegInnen die Gelegenheit nutzen, mitzudiskutieren, an welchen Ideen, Kriterien und Maßgaben wir Lehre und Studium an der Goethe-Universität orientieren wollen, ganz auch im Bewusstsein der Durchdringung des Digitalen im Lebensweltlichen. Der Kickoff zum Leitbild wird am 6. Februar 2023 übrigens hier im Casino stattfinden. Ja, sicherlich warten noch zahlreiche weitere Aufgaben auf uns, und zwar nicht nur jetzt hier bei uns an der Goethe-Universität, sondern auch an anderen Hochschulen und anderen Einrichtungen, die die Aufgabe von Studium und Lehre an Hochschulen betreuen oder begleiten. Zahlreiche KollegInnen aus den Hochschulen weisen auf die enormen
infrastrukturellen und technischen Voraussetzungen hin, die mit der Digitalisierung verknüpft sind. In einer kürzlich durchgeführten Umfrage unter ca. 250 Personen mit Führungsaufgabe an Hochschulen in Deutschland, der Schweiz und Österreich wiesen die Befragten auf einen erheblichen weiteren Digitalisierungsbedarf in den Bereichen Verwaltung, Prüfung und auch Lehre hin. Und das, obwohl in den beiden letztgenannten Bereichen schon eine große Anzahl von konkreten Projektvorhaben angegeben wurden. Meines Erachtens zeigt dieses Befragungsergebnis, wie wichtig zukünftig der systematische und funktionale Ausbau der IT-Strukturen sein wird, da dieser eine wichtige Grundlage für die Finanzierbarkeit, überhaupt die Einsetzbarkeit, aber auch die Betriebssicherheit bildet. Also Stichwort auch Datenschutz und IT-Sicherheit. Und dies ist genau der Moment, wo mein Kollege und CIO Ulrich Schielein ins Spiel kommt, an den ich gleich das Wort übergeben darf. Danken möchte ich all jenen, die an der Konzeption und Organisation der heutigen Veranstaltung beteiligt gewesen sind. Ein besonderer Dank geht an all jene, welche die heutige Veranstaltung aktiv mitgestalten und den Austausch zu digitaler Lehre an unserer Universität befördern. Insgesamt möchte ich dem Team von Studium Digitale danken, das seit vielen Jahren die Pionier- und Ausbauarbeit an der Goethe-Universität leistet. Zu danken ist aber auch allen weiteren lehrunterstützenden Einrichtungen der Universität, also dem interdisziplinären Kolleg Hochschuldidaktik, dem HRZ, dem Gleichstellungsbüro und natürlich auch den beteiligten KollegInnen von SLI, allen voran denke ich hier an dieser Stelle Sabrina Zeiter, die die Koordination des Projekts Digitel innehat. Der Stiftung Innovation in der Hochschullehre sind wir zu Dank für die finanzielle Unterstützung auch im Rahmen dieser Veranstaltung verpflichtet. Und für den restlichen Tag, für den restlichen E-Learning-Netzwerktag wünsche ich Ihnen allen anregende Gespräche und einen produktiven Ideenaustausch. Und damit übergebe ich an Vizepräsident Ulrich Schielein. Vielen Dank. Ja, vielen herzlichen Dank, meine Damen und Herren, darf Sie auch recht herzlich hier begrüßen und ich nehme die Steilvorlage auf, also es braucht Infrastruktur und es braucht sichere Verbindungen, das ist in der Tat ein Punkt, den ich festgestellt habe in so meiner ersten Analyse, was fehlt, was muss gemacht werden und wir brauchen dringend WLAN-Ausbau, Erneuerung, Medientechnik. Wir haben auch Budget, der Kanzler hat Budget gebunkert, das ist die gute Nachricht, die schlechte Nachricht ist, wir haben lange Lieferzeiten bei den Herstellern. Und Mangel an Personal, also mussten jetzt erst den Bezug im SKW-Gebäude fertig machen, um dann entsprechend ja, wieder Kapazitäten frei zu haben für weiteren Ausbau. Aber in der Tat ist es wichtig, ohne Netzwerk funktioniert nichts und da müssen wir nochmal kräftig nachlegen. Auch in neueren Gebäuden ist es so, dass die noch nicht flächendeckend versorgt sind. Gut, ja, zum heutigen Vortrag. Es freut mich sehr, dass ich hier bei Ihnen sein darf, hier auch präsentieren kann. Für mich ist es auch so eine Art Coming Home. Ich würde mich kurz noch mal ein bisschen vorstellen, vielleicht kennt mich noch nicht jeder und auch die Rolle des CIO ist noch relativ neu. Bin seit 1.5., jetzt gut 6 Monate, hier in Amt und Würden, komme ursprünglich sag mal, aus der Beratungsindustrie, war 26 Jahre als IT-Berater unterwegs. Habe meine Karriere aber im öffentlichen Dienst begonnen. Ich war im Zentralamt der Bundesagentur für Arbeit und habe da 1990 meine ersten LAN-Programme entwickelt. Ja, also das war noch die Zeit, da haben wir noch so riesen Tower-Geräte, 386er-Prozessoren gehabt. Das war alles andere sagen wir, als das, was uns jetzt als Kapazität zur Verfügung steht. Das waren aber so die ersten Entwicklungen und was haben wir damit gemacht? Die Bundesagentur für Arbeit hat für die Aus- und Weiterbildung der eigenen Mitarbeiter und später dann natürlich der ganzen Mitarbeiterinnen, die in den neuen Bundesländern dazugekommen sind, entsprechende Schulungen digital aufgesetzt, um eben entsprechend sagen wir mal, Reiseaufwand zu minimieren und möglichst schnell die neuen Kollegen und Kolleginnen arbeitsfähig zu bekommen.
Und was ich damals schon geschätzt habe, und de facto haben wir schon agiles Arbeiten gemacht, wir hatten nämlich immer kleine Gruppen, wir hatten Fachkonzeptautoren, wir hatten Programmierer, UX-Designer und Projektleiter, die sich immer so in 2-Wochen-Sprints zusammengesetzt haben, 2 Wochen entwickelt, dann ist jeder wieder nach Hause gegangen, hat so seine Hausaufgaben gemacht und dann wieder, sagen wir mal, für 2 Wochen Online-Präsenz, um das entsprechend durchzuführen. Dieses Hobby in Anführungszeichen habe ich fortgesetzt. Ich bin dann nochmal an die Universität Bamberg, habe Wirtschaftsinformatik studiert und bin da gleich im ersten Semester auch wieder in die Entwicklungsgruppe reingekommen, die Lernprogramme entwickelt hat, und zwar für Kosten-Leistungsrechnung und Buchhaltung. Das ist übrigens ein Produkt, das sogar in den Vertrieb gegangen ist. Gabler Verlag hat es damals vertrieben. Und ich habe auch meine Diplomarbeit über Einsatz von der KI für die Landwegsteuerung geschrieben. Also hieß damals noch nicht KI, also es hieß Einsatz von neuronalen Netzen zur Landwegsteuerung. Und da ging es dann schon um Konzepte, die jetzt aktuell sind, nämlich Micro-Learning-Units. Wie kann man die so verknüpfen, dass Nutzer aus den Lernprogrammen nicht linear durch die Programme durchgehen, sondern entsprechend ihres Vorwissens und ihrer Lerngeschwindigkeit dann flexibel entsprechend gesteuert werden. Und da habe ich zum einen einen Fuzzy Logic Controller programmiert, um die Steuerung zu verbessern. Im Konzept hatte ich dann noch ein Training des Fuzzy Logic Controllers für neuronale Netze vorgesehen, haben wir dann nicht mehr geschafft. Aber wie gesagt, die Themen, die wir heute hier schon diskutiert haben und noch diskutieren, sind wir durchaus geläufig, und von daher fühle ich mich also sehr wohl hier und freue mich heute eben auch hier zu sein. Jetzt ist die Frage, ja, was ist denn die Rolle eines CIOs? Ja, wir haben schon gehört, es gibt bald ein Leitbild digitale Lehre und es gibt schon viele Initiativen. Was ist die Rolle des CIOs und dazu noch als hauptamtlichen Vizepräsidenten? Hat er überhaupt so viel zu tun den ganzen Tag oder sitzt er nur in Meetings zum Kaffee trinken und Kekse essen? Nein, es gibt in der Tat viel zu tun, kann ich nachher mal kurz einen Ausblick geben, wo wir stehen und ungefähr, wo wir hinwollen. Aber meine Aufgabe ist wirklich die Digitalisierung an der Goethe-Universität in der kompletten Breite von Forschung, Lehre, Verwaltung, Third Mission deutlich nach vorne zu bringen und da eben entsprechende Zielbilder und Digitalstrategien zu entwickeln und auch sicherzustellen, dass die umgesetzt werden. Und damit es auch passieren kann, hat mir unser Präsident Enrico Schleif dann auch gleich ein paar Aufgaben mitgegeben und ein paar Zuständigkeiten. Da gehören unter anderem ein CIO-Office dazu, der sagen wir, die strategische Steuerung und Führung macht. Da gehört das Hochschulrechenzentrum dazu, da gehört demnächst dann auch die Universitätsbibliothek dazu. Da kümmere ich mich jetzt schon um die informationstechnischen Projekte. Da gehört das Thema nationales Hochleistungsrechnen Südwest dazu. Also wer es noch nicht weiß, Goethe-Universität hat zusammen mit Mainz, Kaiserslautern und Saarbrücken einen Knoten im nationalen deutschen Hochleistungsrechnen, wird betrieben von den Kollegen Kolleger und Lindenstruth, gehört auch zu meinem Bereich. Und last but not least, Studium Digitale. Und mich freut es, ja, weil, wie gesagt, auf der einen Seite habe ich einen Bezug, aber auf der anderen Seite ist es aus meiner Sicht wirklich ein Juwel, was wir da hier an der Goethe-Universität haben. Bei Gesprächen mit anderen Hochschulen kriegt man es immer mit, die dann sehr bewundernswert auf die Goethe-Universität gucken. Ja, also das muss man auch dazu sagen, also das ist Ihr Verdienst, hier sowas aufgebaut zu haben. Wir haben heute Mittag gesprochen, Herr Professor Krömke, wirklich also so ein Juwel aufgebaut zu haben, und da können wir wirklich stolz drauf sein. Das ist natürlich ein tolles, sagen wir, Erbe, ja, aber das muss man natürlich fortführen. Also nochmal vielen Dank auch für die, die das treiben. Das ist natürlich jeden Tag so eine Anstrengung, das voranzubringen. Heute früh haben Sie in Ihrem Vortrag, Professor Draxler, schon einiges erwähnt zum Thema Studium Digitale, möchte ich jetzt nicht alles wiederholen. Einen Aspekt möchte ich aber doch nochmal hervorheben und betonen, neben Satzungen und allem anderen, klar, dass das Studium Digitale ist nicht nur für die Goethe-Universität da und arbeitet nicht nur für uns, sondern auch für zahlreiche oder fast alle anderen hessischen Hochschulen. Und das finde ich also wirklich klasse, weil jede Universität hat eigentlich zu wenig, um wirklich sowas in der Breite zu treiben. Und wenn man an die kleinen Hochschulen, Geisenheim, hier für Musik und Darstellende Kunst oder Städelschule denkt, die haben nicht die Mittel, sich ein Studium Digitale zu leisten und genau die Systeme zu entwickeln, zu erproben, zu fahren, wie wir sie haben, und dann noch genau mit dem Bezug eben zur wissenschaftlichen Exploration.
Und das ist eben wirklich, sagen wir mal, der Mehrwert oder die Differenzierung, die wir an der Goethe-Universität haben. Wir haben auf der einen Seite die Informatiker, auf der anderen Seite die Pädagogen, Medienpädagogen und können das, sagen wir, wirklich, sagen wir mal, geschickt zusammenbringen zu einem differenzierenden Angebot. Ja? Gut, das soweit zur Einführung. Ich würde gerne insgesamt nochmal auf die Goethe-Universität blicken. Wie gesagt, ich bin jetzt gut 6 Monate im Amt, habe mir natürlich alles angeguckt, bin durch die ganzen Fachbereiche mal gereist, habe gesehen, okay, was gibt es alles, und in der Tat ist schon sehr viel da. Also das heißt, wir stehen nicht am Anfang der Digitalisierung. Ich kann auch nicht sagen, ob wir in der Mitte stehen, wir stehen aber mit Sicherheit nicht am Ende. Und das ist heute auch schon angesprochen worden, Digitalisierung will never stop. Ja? Also das wird kontinuierlich weitergehen, es wird kontinuierlich neue Technologien geben. Die Halbwertszeit der Technologien wird immer kürzer. Das heißt, auf was wir uns an der Universität einstellen müssen, ist eben, dass die Veränderungsgeschwindigkeit immer schneller wird, wir schneller, sagen wir, auf die externen Impulse, Anregungen, Anstöße reagieren müssen und die dann für uns in, sagen wir, in den Prozessen absorbieren, aber natürlich in den Curricula auch für die Studierenden. Denn die Studierenden, wenn die rausgehen, sollen natürlich ein zeitgemäßes Wissen haben. Und das ist übrigens auch einer der Beweggründe, warum ich hier die Rolle eines Vizepräsidenten und CIO übernommen habe, auch in der Digitalisierung der Gesellschaft einen wesentlichen Beitrag zu leisten, dass also die Studierenden wirklich mit aktuellen Skills über Digitalisierung, über KI dann auch die Universität verlassen und die im Berufsleben dann einsetzen können. Denn Sie kennen wahrscheinlich sicher die einschlägigen Umfragen und Erhebungen, wo steht Deutschland, wenn es um Digitalisierung geht, und da sind wir leider nicht an vorderen Plätzen. Ja. Jetzt weiß ich nicht, ob wir die Fußballplätze tauschen wollen, müssen wir gucken, ob wir weiterkommen, aber ja, durch Digitalisierung müssen wir weiterkommen, da haben wir keine Chancen, also es gibt, wie man so schön sagt, no option to fail, ja, sondern wir müssen sie wirklich aufnehmen und konstruktiv, kritisch auch begleiten, ist ja auch schon angesprochen worden, um das umzusetzen. Aber wie gesagt, also wir haben vieles schon vorgefunden. Wir durften für das HMWK durften wir eine Erhebung machen, vor kurzem eine Meldung, wie viele Digitalprojekte gibt es. Also die Excel-Liste hat 105 Items. Das war schon beeindruckend lang. Vieles für mich auch neu. Ich würde sagen, wir haben so 25, 28 wirklich Hauptprojekte, die Digitalisierung über alle Bereiche. Also das geht los bei Forschung, eben mit der nationalen Hochleistungsrechnung. Dann haben wir hessische Forschungsdaten, Infrastruktur, elektronisches Laborbuch. Dann bei der Lehre, die Themen kennen Sie alle, Digital Hessen Hub und so weiter. Dann wollen wir einen Web-Relaunch machen und in der Verwaltung gibt es auch zahlreiche Projekte. SAP steht an, müssen von R3 nach S4 migrieren, gibt im Building Management, Stipendienverwaltung, gibt es viele Themen, die schon angelaufen sind. Was ich aber auch festgestellt habe, ist, und es spiegelt sich dann nachher, viele dieser Projekte sind eher, sagen wir mal, insulär aufgesetzt. Ja, und trotz der Projekte, die da sind, sind nach wie vor viele Papierschnittstellen, weil dann ein System im Fachbereich steht, das andere in der Verwaltung. Nur dazwischen gibt es keinen Datentransport. Das heißt, der Fachbereich zum Beispiel 2 druckt Sachen aus, schickt 500 Meter mit dem Campus, wird dann im PA-Gebäude wieder per Hand eingetippert und dann geht das Papier wieder zurück. Das ist aus meiner Sicht EDV zu Fuß und das sehe ich als meine wesentlichen Aufgaben, auch das sicherzustellen für die Zukunft, dass die Sachen dann nahtloser gehen, dass Schnittstellen automatisiert abgebildet werden, um das umzusetzen. Ich sehe es aber auch zum Teil in der Lehre, zum Teil in der Forschung. Also das Thema Learning Analytics und E-Learning ist noch nicht in allen Fachbereichen gleich weit verbreitet. Ja? Also das ist schade, aber ich glaube, da ist immer noch Potenzial da und ein Tag wie heute, der hilft auch dazu, dieses Wissen deutlich voranzubringen. Ich glaube, es ist auf der einen Seite so ein bisschen Ängste auch noch, die man adressieren muss, abbauen muss und auf der anderen Seite vielleicht auch mangelnde Zeit, Engagement, was auch immer. Aber da müssen wir gucken, dass wir hinkommen, dass die Services, die entwickelt worden sind und die ja wirklich toll und gut sind, dass die angewandt werden, verstetigt werden, ist auch eine Herausforderung. Wir haben viele Projektmittel im Rahmen des Digitalpakts vom HMWK bekommen, aber zum Teil fehlt so die Anschlussfinanzierung, das wirklich, sag ich mal, in die Fläche zu bekommen. Da sprechen wir auch im Moment mit dem HMWK,
bin ich im engen Austausch, dass wir auf der einen Seite sagen wir, Mittel für die Verstetigung bekommen, aber es steht ab 2025 auch der nächste Digitalpakt an. Und was da aufgefallen ist, Frau Zeitler, wir haben mal drüber gesprochen, also es gibt viele tolle Sachen, AR, VR, OERs, die eingesetzt werden und so weiter. Und was mir da das Anliegen ist und wo ich dann, denke ich, auch aus meiner Erfahrung helfen kann, wir müssen hinkommen, dass wir die Services möglichst einfach, möglichst sicher den Lehrenden zur Verfügung stellen, dass man eben wenig Schulungsaufwand hat, dass es selbsterklärend ist, dass man also wie bei einem Auto sich reinsetzt, losfährt, ohne die vorher die Betriebsanleitung lesen zu müssen. Also sollte man zwar, klar, aber dass man das möglichst einfach macht. Und so mal bildlich gesprochen, brauchen wir so eine Art Lego-Platte, wo der einzelne Learning-Service aufgesetzt wird. Und so die Grundlagen, die müssen einheitlich sein. Das heißt Datenschutz, Datensicherheit, Identification, Authentication und so weiter sollte einheitlich gelöst werden, sodass der einzelne Lehrende, der sich mit den Themen beschäftigt, da keine Notwendigkeit mehr hat, darüber nachzudenken, okay, muss ich mich jetzt mit dem Passwort oder mit dem anmelden, wo sind jetzt die Daten, sind die hier, sind die in der Cloud, sondern das muss relativ einfach, wie man schon sagt, simple sein, um das entsprechend hinzubekommen. Wir haben auch relativ schnell eine Erhebung aller IT-Verfahren angestoßen. Das lag aber nicht daran, weil ich gekommen bin, sondern es lag daran, dass wir von der internen Revision einen IT-Audit hatten und festgestellt wurde, dass wir schrecklicherweise überhaupt nicht wissen, wie viele IT-Verfahren betreuen wir hier. Wir sind so 75-80% durch, also ein größerer Fachbereich fehlt noch, den hat man ein bisschen ausgeklammert. Und wir sind jetzt bei sage und schreibe 1111 IT-Verfahren. Also für eine, Anführungszeichen, kleine Universität mit rund 5000 Mitarbeitenden ist das eine sehr stolze Zahl. Und wenn man sich aber die Liste anguckt, klar, es gibt ein paar Redundanzen, gibt ein paar Doppelungen, also wir haben x verschiedene E-Mail-Systeme, wir haben mehrere Einheiten, die BBB-Dienste anbieten und betreuen. Da hoffe ich, dass die Energiekostenkrise jetzt so also Stilblüten dann zum Ende bringt. Ja, also müssen wir mal gucken, ob das dann hilft. Aber es ist halt ein massives Problem Richtung IT-Sicherheit. Und das ist aus meiner Sicht ein ernstes Problem, wenn man sich in der deutschen Hochschullandschaft anguckt und die Kollegen vom DIPF hat es vor nicht allzu langer Zeit erwischt und laborieren immer noch dran. Also ist nicht lustig. Hochschule Heilbronn habe ich jetzt kürzlich wieder gehört, die Hochschule in Ansbach und viele andere. Also wir sind trotz allem unter massivem Beschuss als Universitäten, müssen uns entsprechend aufstellen, müssen entsprechend agieren, nur wir haben halt nur begrenzte Mittel. Ja, wenn man jetzt davon ausgeht, eine Deutsche Telekom, die wird im Jahr schätzungsweise 100, 200 Millionen, wenn nicht noch mehr, für IT-Sicherheit ausgeben. Das ist noch nicht mal unser Budget vom HAZ oder wenn man dann Studium Digitale dazu rechnet, reicht es auch nicht. Also da können wir auch nur sagen wir, weiterkommen und uns deutlich verbessern. Also zum einen bauen wir jetzt schon auf, also wir sprechen morgen im Präsidium wieder über entsprechenden sagen wir mal, Einsatz zusätzlicher Kräfte und zusätzlicher Tools. Aber wir können das nur meistern, wenn wir hessenweit mit den anderen Hochschulen zusammenarbeiten, weil jede Hochschule hat das gleiche Problem, jede Hochschule hat zu wenig Mittel. Und da müssen wir gucken, dass wir besser zusammenwirken. Und ich bin auch demnächst wieder in Wiesbaden, um dann mit den Ministerien zu sprechen. Es gibt ja das Hessen 3C und gibt entsprechende Einrichtungen, wie wir uns besser vernetzen, um dann auf entsprechende Attacken vorbereitet zu sein. Also die erste habe ich jetzt schon erlebt, die war Anfang August, haben wir die massive Phishing-Welle pünktlich zum Beginn der Semesterferien. Es ist zum Glück, also bisher haben wir keine größeren Schäden festgestellt, aber es ist halt nervig, vor allen Dingen, und man sieht, dass die arbeitsteilig vorgehen, das heißt, da war eine erste Welle, die dann die Accounts gehackt hatten, die sind sehr gut, sprachlich sehr gut und die haben auch Insights, weil sie an so mal Initiativen, die an der Uni gelaufen sind, direkt anschließen und im Nachgang dann sagen, setzen sie ein Passwort zurück, also und zum Teil auch aus Accounts von innen von der Uni schreiben oder sich als solche, sagen wir mal, verkleiden, ist es schwierig, das zu erkennen und wir hatten ca. 80 Durchbrüche. Die zweite Welle ist dann schon etwas plumper und da merkt man, das ist völlig anders, da stimmt die Rechtschreibung nicht, die Farbgestaltung passt nicht, die Umlaute sind nicht richtig und interessanterweise hat es meine Frau erwischt, die hat ein Konto bei der DiBa und sagt mir, hör mal zu, irgendjemand von der Uni schreibt mir, ich soll meine Accountdaten hier eingeben, also was macht denn ihr da an der Uni? Und sage ich, naja, das ist mit Sicherheit ein gefischter oder gehackter Account und das war dann auch der Fall.
Also wie gesagt, was so läuft, ist die IT-Verfahrenserhebung, Aufrüsten bei der Security, und wir haben in der Zwischenzeit auch weitere Projekte gestartet. Ein Thema ist zum Beispiel Dokumentenmanagement-System, wählen wir gerade aus, da stimmen wir uns auch mit anderen hessischen Hochschulen ab. Das Ziel ist eine elektronische Studierendenakte, eine elektronische Personalakte, elektronische Verträge. Also ich hoffe, dass wir dann viele der Prozesse, die wir jetzt in der Pandemie aufgrund der Situation eingeübt hat, dann wirklich legal korrekt durchführen kann. Also da habe ich mich dann auch versucht, von Zug zu werfen, dass man nicht alles zurückrollt und wieder sagt, das ist Papierform. Ist mir nicht komplett gelungen, muss ich zugestehen, weil halt die ganzen Ordnungen und Regelungen und Verordnungen halt immer noch die Schriftform erfordern. Das heißt, da steht noch eine massive Arbeit bevor. Wenn wir dann so weit sind, müssen wir die ganzen Ordnungen einmal durchändern. Ja, also das stelle ich mir schon lustig vor. Ich habe noch nicht gezählt, wie viel das wir haben, aber ich denke mal, das müssten ein paar Hundert, wenn nicht Tausende sein, und müssen das entsprechend anpassen. Ja. Was wir auch machen, ist, wir haben einen Web-Relaunch auch schon gestartet, also unsere Webseiten, die so ein bisschen in die Jahre gekommen ist, wird ein bisschen aufzuhübschen, aufzufrischen, dass wir dann, wenn die Auditoren für die Exzellenzstrategie kommen, dann also eine junge, peppige Webseite sehen, die dann, sagen wir, uns als Goethe-Universität dann korrekter wiedergibt. Und wir haben das Thema, also insbesondere für die Studierenden, die vielleicht hier sind, das Thema Goethe-App wiederbelebt. Ja, die gab es ja schon, ist so ein bisschen in der Versenkung verschwunden. Es gibt jetzt Ergänzungen, man kann direkt die Noten sich über die App anzeigen lassen, man kann direkt seinen UB-Account angucken. Das ist jetzt die nächste Version, die wollen wir so die nächsten Tage, wenn es jetzt dann stabil ist, publizieren. Wir planen aber schon die Version 3.0, also die kommt dann gleich hin nach sozusagen, also dauert noch ein bisschen. Aber was wir vorhaben, ist, dass wir einen Ideenwettbewerb machen, dass Studierende selber Ideen einbringen können, was sie in der App haben als Funktionalität, was sie brauchen. Und das würde ich dann auch gerne so meinem Hackathon mit Studierenden auch mal so als Klickdummy mal darstellen lassen, damit auch Studierende in so einem geschützten Raum mal sehen, wie schnell es gehen kann. Ja, so von der User Journey, Personas definieren, bis am Schluss den Klickdummy zu erstellen. Aber keine Angst, also das geht dann nicht live, das muss dann nochmal sauber kodiert und implementiert werden. Ja. Also Kollegin hat es schon angesprochen, Infrastruktur ist ein wichtiges Thema, das wird uns oder mich eine Weile begleiten, und wir müssen halt die zahlreichen laufenden Projekte erfolgreich zu Ende bringen. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen zurückhaltend, jetzt neue Projekte gleich wieder anzustoßen, weil wir halt eine enge Personaldecke haben. Wir haben sehr engagierte Mitarbeiter, aber ich glaube, es geht allen so, Schwierigkeiten, Nachwuchs zu bekommen, also Personal zu finden. Und um neue Projekte, neue Themen anstoßen zu können, müssen wir entsprechend gucken, dass wir die Projekte, die wir jetzt haben, die schon länger laufen, auch erfolgreich zu Ende bringen. Und manche laufen auch schon länger, habe ich festgestellt. Dann müssen wir gucken, ob man das eine oder andere nicht vielleicht anhalten, neu aufsetzen. Oder wenn es schon kurz vorm Ende ist, dass wir relativ schnell die Sachen zu Ende bringen. Und was mir auch ein Anliegen ist, dass wir die Zusammenarbeit im Digitalpakt in der nächsten Phase deutlich verbessern. Also wir waren in Wiesbaden, waren ein paar Kollegen ja dabei, hatten eine Klausur, und was wir festgestellt haben, also es war schon ein üppiges Paket, das das Ministerium an Digitalpaktmitteln über die hessischen Hochschulen verteilt hat. Ich will die Zahlen nicht sagen, weil sonst wird jeder eifersüchtig wahrscheinlich, aber das waren über 5 Jahre, 2020 bis 2024. Nur das Problem ist, es war zu kleinteilig, zu viele Universitäten wurden dann zusammengespannt, die aber die Ressourcen überhaupt nicht hatten, sodass jetzt, also wir sind jetzt Ende 2022, also am Ende vom dritten Jahr, aus meiner Sicht, jetzt wie gesagt meine Bewertung von außen als Berater, nicht so viel da ist, was eigentlich hätte da sein können. Aber es liegt an verschiedenen Themen, die Mittel zu spät bewilligt, dann die Einstellungsprozesse, die lange dauern. Das hat sich natürlich alles fortgesetzt. Also de facto kann man sagen, 2020 war die ganze Vorbereitung, ist wenig passiert. Wir sind de facto jetzt erst 2 Jahre im Digitalpakt. Aber das ist wichtig, dass wir den nächsten richtig aufsetzen und dass wir die Mittel dann möglichst effektiv einsetzen, um die entsprechende Verbesserung für unsere Hochschulen hinzubekommen. Entschuldigung. Ja, wo wollen wir hin mit der Digitalisierung? Ich habe kein Gesamtbild, das ich jetzt hier vorstellen kann. Wir sind gerade noch dabei, eigentlich den Weg zu einer Digitalstrategie im Moment zu beschreiben.
Leider kam jetzt Energiekostenkrise dazwischen, also ich wäre auch schon gern ein Stück weiter. Aber was wir vorhaben, ist, dass wir Grundlagen für einen Strategieprozess, einen möglichst breiten, umfassenden Strategieprozess zu legen und dass wir dann möglichst viele Beteiligte damit einbinden, ja, dass wir dann eben von Praktikern aus der Lehre, von Praktikern aus der Forschung, aber auch aus der Verwaltung in den Prozess mit einbinden können, um entsprechendes Leitbild und Zielbild zu entwickeln, wo wollen wir hin und wie sieht, sagen wir, die Goethe-Universität dann in 3, 5, 10 Jahren aus. Und wie gesagt, da wird vieles dann auch über den Digitalpakt natürlich finanziert werden und sollte vieles dann auch hessenweit getragen oder implementiert werden. Und wir sind da schon aktiv dabei. Also ich war sogar Samstag in Gießen an der THM, wo wir mit Kollegen zusammensaßen, um, sagen wir mal, so das Leitbild, das Zielbild für den nächsten Digitalpakt entsprechend zu entwickeln. Ja? Aber was mir wichtig ist bei der Digitalisierung, es ist nicht nur Technologie. Und ich glaube, das ist bei dem Vortrag von dem Herrn Professor Specht auch klar geworden. Man muss die Menschen mitnehmen, man muss die Ängste der Menschen abbauen die entsprechend mit einbinden, da abholen, wo sie stehen. Und ich finde es auch klasse, dass die Studierenden damit eingebunden sind, um dann an der Weiterentwicklung mit beizutragen, um da entsprechende, sagen wir mal, gute Produkte und Services zu erbringen. Und letztendlich muss Digitalisierung auch immer ein Endziel haben, Endzweck haben. Wir digitalisieren nicht nur, weil es uns jetzt schön und lustig ist und weil wir den ganzen Tag nichts anderes zu tun haben, sondern wir müssen gucken, dass wir eben Prozesse automatisieren, Prozesse beschleunigen, dass wir einfachere IT-Systeme haben, dass wir die Lehre verbessern können, dass wir die Wirkung der Lehre verbessern, dass wir Forschung besser machen, dass wir Forschungskooperationen besser unterstützen können. Dazu kann die Digitalisierung eben entsprechend beitragen. Und wie gesagt, aus meiner Sicht ist es wichtig, dass man die Menschen, die das dann nutzen sollen, schon frühzeitig mit einbindet, abholt, um dann nicht unnötige Bedenken entstehen zu lassen. Noch ein Bonbon oder eine Erinnerung: Ich war Freitagabend bei der Polytechnischen Gesellschaft in Frankfurt. Die vergeben ja regelmäßig Preise für gute Lehre und also das sind jedes Jahr, glaube ich, immer verschiedene Themen. Dieses Jahr war das Thema Digitalisierung eben in der Lehre Gegenstand da gab es ein paar interessante Statements. Also wurde einer der Preisträger gefragt, aber die Wirkung der hat eine App entwickelt, um die im Physikunterricht einzusetzen, aber die Wirkung denn überprüft hätte und ob es einen deutlichen Unterschied gibt, ob mit oder ohne App. Und dann war er so ehrlich und hat gesagt, ja, die Schüler waren deutlich motivierter, aber an den Noten haben wir keinen Unterschied gesehen. Und dann war so sein Fazit, das war ein Oberbayer, also geschadet hat es nichts, aber geholfen hat es auch nichts. Ja. Aber zumindest motivierter waren die Schüler. Ja. Also wie gesagt, das Thema Digitalstrategie sind wir am Anstoßen, sind wir am Vorbereiten. Jetzt müssen wir erstmal die Energiekosten bekämpfen und wenn es durch ist, komme ich dann wieder auf die Kollegen, Kolleginnen hier an der Goethe-Universität zu, um dann möglichst viel in den Prozess der Digitalstrategie einzubinden. Ja, dann Herr Schiel, man soll seinem CIO nicht ins Wort fallen, aber wir müssen ein bisschen auf die Zeit gucken. Nee, passt hervorragend, ich bin auch schon am Ende. Also Kollegin hat schon gemacht oder gesagt, also zum einen auf alle Fälle mein Dank für alle, die halt ihr mitgeholfen haben, also A, Studium Digitales so erfolgreich zu machen, B, für die Vorbereitung, Durchführung hier dieses Netzwerktages und auch die Referenten und auch, dass so viele Teilnehmer da sind, also finde ich sehr klasse. Das zeigt, dass Interesse da ist und dass wir dann hoffentlich über Sie als Multiplikatoren das Thema in die Fläche weitertragen können. Also das ist mir wichtig und wie gesagt, da auch nochmal mein Dank dazu. Das war's. Ja, und noch schönen Nachmittag.